Hallöch, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Observer. Ja, zuallererst möchte ich mich bei allen entschuldigen, Leute. Und zwar, dass ich in den letzten zwei Folgen einfach so blöd durchs Haus gerannt bin. Ich weiß jetzt mittlerweile, wo ich hin muss. Ich muss tatsächlich zurück in dieses verdammte Tattoo-Studio. Ich habe da was sehr Wichtiges übersehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Sorry, Leute. Es tut mir so leid. Und hier ist noch gerade eben, als ich hier hergelaufen bin, ist noch das Auto an mir vorbeigefahren. Hier. Jetzt ist es schon komplett gebaut. Ja, aber. Ja, das war blöd. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es leider nicht gesehen. Wir sind jetzt hier durchs komplette, fast komplette Gebäude durchgerusht und haben viele Sachen gesehen. Was auch nicht schlecht ist. Oh. Es tut so weh. Vielleicht ging deswegen diese Tür nicht auf. Deswegen war sie zu und ist schon wieder zu hier, ne? Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall hierhin. Aber ich habe vergessen, was für einen Code ich verwenden muss. Vielleicht steht es ja Gott sei Dank hoffentlich hier. 3615. Okay. Hier ist es, verdammt! Und ich stand die ganze Zeit hier. Und ich habe alles, sogar das habe ich bewegt. Ich habe alles angeschaut, bis auf das. Oh, das tut so weh. 3615. So, und das öffnet sich jetzt hier. Jawohl. Okay, Fallprotokoll hat sich aktualisiert. Ich konnte einen versteckten Gang öffnen. Jetzt bin ich so weit gekommen. Da kann ich auch nachsehen, wo er hinführt. Ah, das habe ich immer noch, also ist immer noch nicht fertig, dass der Raum mit den ganzen organischen Dingen. Oh, da unten geht's weiter, alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Wen haben wir ja? Jacek Ziba. Nehmen wir doch gerne mit. Ja, Leute, die Gamescom ist vorbei. Wir sind wieder zu Hause seit ein, zwei Tagen. Wenn ihr diese Folge seht. War eine ziemlich geile Zeit. Wir haben viel vorproduzieren müssen, damit ihr jeden Tag eine Folge habt zum Anschauen. Und wir haben auch ziemlich coole Leute getroffen. Ich habe unter anderem Gronkh und Pandora endlich getroffen. Zwei sehr, sehr liebe Menschen, die sich auch Zeit genommen haben, ein bisschen mit uns zu quatschen. Ich habe auch ein bisschen mit Pandora quatschen können. Ich hoffe, ich habe sie nicht genervt. So ein creepy Typ, der sich so anspricht. Hey, hallo, hallo, hast du ein bisschen Zeit? Ja, war aber sehr lieb. Wir konnten ein bisschen quatschen. Auch über das Spiel hier, das ziemlich cool ist. Sie fand es auch sehr, sehr geil. Was ich auch sehr, sehr geil finde. Oh, oh. Oh. Oh, das kennen wir aus der Erinnerung von der Helena oben. Ja, genau. Genau das, was wir brauchen. Und im Hintergrund immer noch diese. Die geile Jazzmusik aus dem Radio. Was haben wir denn hier alles? Dechiffrierstation, Spezialanfertigung, keine Übereinstimmung, nicht registriertes Gerät, Risiko der Nutzung durch Cyberkriminelle. Was haben wir hier? This place is a fucking slaughterhouse. Verdammter Schlachthof, automatische Säge. Was ist das? Ist es ein Auge? There is a guy. Augenprothese. Haha, kann man die mitnehmen? Was ist das? Achso, ein Kassettenrekorder? Ein Rekorder, alles klar. So, kann ich die nicht mitnehmen? Low Power, sagt er. Geht nicht? Wieso geht das nicht? Kann ich das. Was haben wir hier? Alter, du darfst es gerne aufnehmen. Oder ist es nichts für mich, oder wie? Nö, er will es nicht. Er will es nicht aufnehmen, na gut, dann eben nicht. Low Power, sagt er mir.
Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Was ist das? Aha. Synchrozine Collect. Ich muss auch das, dem Ding hier irgendwie ein bisschen mehr Power geben können, oder? Nichts ist hier. Ah, hier ist irgendwas. Irgendwas habe ich übersehen. Okay, alle Knöpfe gedrückt. Ist nichts passiert? Du ist immer hier in diesem Schlachthof, aber nichts passiert hier. Elektrischer Schalter. Was ist das da hinten? Guck mal. Machen wir hier. Oh. What the fuck? Etwas wollte mich schnappen, aber die automatische Stört, ich sollte meinen Glücksstern danken oder meinem Schutzengel. Jetzt muss ich einen anderen Ausweg finden. Vielleicht gibt es eine Vorrichtung, die ich benutzen kann. Eine Säge. Benutzt er nicht. Die nimmt er auch nicht mit. Gut, Alter, was ist jetzt hier los? Guck mal da, guck mal. Damit kann ich doch sicherlich diese Luke hier öffnen, guck mal. Hey. So, wunderbar. Zack. Und hoch damit, komm. Rein da. Oh Gott. Okay. Es hat gespeichert, Gott sei Dank. Wir können jetzt hier... Nachtsicht habe ich schon an. Danke für die Hilfe. Hallo? Was ist das? Ein gemeines Kellerloch. Wo bin ich denn jetzt? What? Das kommt mir bekannt vor. Der Tunnel hat mich unter das Gebäude geführt. Ich muss einen Weg durch das Labyrinth finden und zurück in die obere Etage kommen. Vielleicht ist hier jemand, der mir helfen kann. Abgeschlossen. Nein! Okay, in welche Richtung sollen wir gehen? Da ist nichts. The fuck. Hi. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wir werden beobachtet von allen Leuten. Wow. Alter, was ist hier los? Sind wir jetzt verrückt geworden? Hallo? Nummer 14. Ich bin Dan, hi. Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Dan, oh. Maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? Yeah, very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises, and then straight ahead up the stairs, and there you go. Thank you. Just be careful.
Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Oh, yeah. Thanks, Maria. KPD, open up! Leute, das ist... Ich geh nochmal kurz zurück. Vielleicht war das ja der richtige Weg, deswegen gehen wir mal kurz hier lang. Hallo? Soll eine Zimmernummer sein? Also. Oder sind es einfach nur so Kellerräume von denen dort oben? Was sind das für Geräusche, bitte? Jetzt habe ich mich fast verlaufen, gell? Da haben wir einen Exit. Natürlich. Ja, doch, hier sind wir immer rumgelaufen, guck. Sind wir hier. Hi. Hey, what's cooking? Oh, sorry, man. Can't talk now, I got something on the stove, you know? Oh, yeah? Smells delicious. And illegal. Oh, shit. It's the pigs. Flush the shit now. Flush it. Oh, je. Ja. Gut, erst ist mein kleinstes Problem, was ich habe. Okay, wir kommen von hier. Oh, schön. Hier können wir rein. Hallo? Da haben wir ein kleines Bild. Von wem? Matthäus Lennart. Nehmen wir gerne mit. So, was haben wir hier? Oh Gott, schon wieder eine Klingel. Hallo! JPD, need to ask you some questions. Hey Pig, you killed anyone yet? Nein. No. Come on, don't give me that. I can smell it all over you. I know a guilty conscience when I see one. Seen anything suspicious? Any strangers ratting around here since the lockdown? Just you, man. Say, you don't look like a regular cop. That thing on your... Oh, shit. You're a... Yeah. Hey, man. I'm sorry about what I said earlier. I didn't mean nothing by it, okay? I gotta go. Aha. Ja, der kann, dass wir ein Observer sind. Das hat Angst bekommen. Was ist nur mit den Leuten hier los? Wieso sind das alles so... Ich weiß nicht, so abgefuckte. Die sind alle total durch, alle total fertig. Wieso leben die hier so im Keller, in diesem Drecksloch, Mann? Krank, Alter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt hier wahr ist, ob das alles irgendwie hier... What the fuck? Da hinten ist ein Licht. Geh gerne erstmal hier rein. Haben wir etwas? Nein. Remove your implant. Ist halt echt so, wie ich es mir gedacht habe. Also dieser Konzern. Oh, oh. Oh, hier geht's auch hoch. Alles klar. Doch nicht? Hier los. Wen haben wir da? Gzegorz. Simtschuk. Mitnehmen. Sich weiter. Oh Gott, was war das? Ich höre ein Schwein, Alter.
Komm, wir hacken mal. Verbindung hergestellt. Unbekannt. 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 Eins. Ja, danke. Okay. Alter, was ist da drin? Ein Schwein oder so, Mann. Hey! Anyone out there? Help me, please! Wer war das? Bist du das? Ja? What's wrong? Kann ich dir helfen? Oh, thank God! Please! I'm trapped in here! Echt? Hey, sir. Can you tell me exactly what's going on? I woke up stuck to this contraption. There was a tube down my throat. I barely managed to pull it out. Okay. Take a look around the room and tell me what you see. I can't see anything. There's something on my head. Oh, God, help me. Erinnern Sie sich daran, was passiert ist. Das Ding auf Ihrem Kopf. Machen wir erstmal das. Right. Let's try something else. Oh, kriege ich hier vielleicht den Code für den Raum? I was on a mission in the Fragment Quadrant. What? The Fragment Quadrant. And the captain of the Endeavor, a representative of the United Earth Initiative. I was up on the bridge when everything went black. Aha, I see. Hat er gezockt? Doing on the bridge. I was talking to my first mate. We were leaving the Meat Hook Galaxy, navigating a fierce plasma stream. Next thing I know, I wake up in this cell, hooked up to this chair. I command to know what's going on here. Thing auf ihrem Kopf, was ist das? Aye, aye, Captain. Let's try this. The thing on your head, can you take it off? I'm not sure. I could barely lift my arms. God damn it, what have they done to me? Sir, listen to me. I want you to park your elbows on the chair, lower your head, and pull backwards. Thanks. I got it off. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. The Morpheus VR series. The what? Oh, hat es sich alles nur in ihrem Kopf abgespielt? Es hat sich alles nur in ihrem Kopf abgespielt? Ruhig bleiben, Captain. Mach mal lieber das. Captain, Sir, I will notify the initiative of your little snafu. Thank you. I don't know who you are, but the UEI will not forget this. Poor schmuck. Reality is catching up with you. What was that? I said, I'm sure your crew will catch up with you. Alter. Der Typ war in der VR, im VR-Spiel gefangen, Mann. Und das ist die Gefahr hier. Das passiert allen Leuten gerade. Musik schon wieder. Kein Quatsch machen, Leute. Hört auf, mir Angst einzujagen. Oh, Alter. Wie... Wohin denn noch? Gott sei Dank geht's hier nicht weiter. Hallo, wer ist da? Wieso nicht? Warum? Ach so. Does he have a name? Please, just go away. He'll get mad if he hears us. Ist er zu Hause? Is the man in there with you now, ma'am? I don't know. I don't think so. I never know. He comes and goes, you know? Has he mistreated you in any way?
You have to leave. I'll be fine. Lassen Sie mich helfen. Is this man home now? He's always home. He's in the walls. Please just go, or we'll both be in trouble. Ma'am, I really don't want to leave you like this. It's all right. I am where I want to be. Wonderful. Aren't we having a mad fucking tea party? Na toll. Boah, dieses Spiel macht einen fertig. Es zeigt uns solche Sachen, dass eine Frau in Gefahr ist oder ein Mensch in Gefahr ist. Und wir können nicht helfen. Wir sind nicht in der Lage zu helfen. Da ist ein Exit. Mal kurz hacken, bitte. Vier, null, null. Okay. Das war jetzt einfach nur geraden. Okay, aber da will ich noch nicht lang. Weil diese Cybermucke. Leise bitte. Wo finden wir den Code für die Tür? Irgendwo eine Kamera? Okay. Wo finden wir den Code für das Schwein? Wo finden wir den Code für das Schwein? Wo könnten wir das finden? Eine 1. Da suche ich mich dumm und dämlich, Mann. Das hilft mir nicht weiter. Muss hier irgendwo was sein. Irgendwo hier unten müssen wir den Code finden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. In diesem Horrorkeller, Mann. Boah, Alter, wie kann man nur hier wohnen, Mann? Wo ging es hier nochmal hoch? Oh, guck mal hier. Wieso hat das hier gespeichert? So, hier ist eine Treppe. Hallo? Oh, so eine fucking Radiostation. Was ist das denn hier? Yeah! Seht es auf deinem Vater, ey. Alter, was ist das denn für ein gedrehter Raum hier? Okay. Ist das eine fette Wasserpfeife oder wie? Boah, Alter, nice. Das Arcadia 9999 in ein. Sind da 9999 Sachen? So, down in the dark. Unten im Dunkeln. Schneide seine Finger ab. Ja, nice. Schöner Titel. Muss weg. Hey, keine Panik, Mann. Überleg doch mal.
Wenn sie wüssten, wo du bist, warum sollten sie dir einen Vorsprung geben? Was, wenn es eine Falle ist? Vielleicht wollen sie dich auch aus dem Versteck locken. Wenn du mich fragst, bleibst du am besten einfach hier. Kein Code oder sowas. Na gut. Auch nichts. Okay, das ist nur wieder... Nice, ey. Und raus hier. Kein Code im Computer. Was haben wir hier noch? Sieht sehr böse aus, irgendwie, das Poster. Machen wir das Ding hier an. Kann doch nicht wahr sein. Nichts drin? Ah, ist auch nichts drin. Okay. Nothing to see, nothing to lose. Guten Tag, guten Abend. Das Spiel ist so abgedreht, Mann. Es geht ja gerade nicht. Mach die Tür auf und dann werden wir sehen, Junge. Soll ich hier runterkommen? Warum? Was gibt es hier in diesem Zimmer so besonders? Nur diese sinnlosen Nachrichten? Sehr, sehr strange, Leute. Sehr strange. Einen anderen Weg gibt es jetzt gerade nicht mehr. Da war ich, da war ich, da war ich. Oh Gott. Oh, aber irgendwo... Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben für diese Tür. Chiron eats my dreams. So irgendwie? Auch nicht. Und so finden wir auch nichts. Okay. 842 542. La la la, das sind viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich komme zurück, Schwein. Hier waren wir schon. Beim Captain aller Captains. Kann man denn hier reinschauen, bitte? Bei manchen kannst du reingucken, bei den anderen wieder nicht. Was soll das hier sein eigentlich? Hier geht's raus, ja, das haben wir ja schon. Sag mal leise, Mann, du nervst. Boah, Leute.